hoffe zumindest erstmal ein bisschen genug sein. Ist hier vorne... Da ist noch mal eine. Ach, komm schon. Jo. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen mal nach vorne. Wir müssten uns doch erstmal irgendwie ein bisschen heilen. Und das aber ordentlich. Ansonsten brauchen wir da gar nicht ran. Wir haben jetzt nochmal einen kleinen Stellungswechsel. Da wird unsere Energie auch schon wieder regeneriert. So, Freunde der Nacht. Das heißt, wir werden noch erstmal vorgehen. Na, Patzelschreck haben wir. Ja, Patzelschreck. Wir werden jetzt erstmal vorgehen. Wir haben 45 Schuss. Start. Die wir hier erstmal erfolgreich nutzen werden. Nee, das Ding brauche ich nicht. Außer ich muss hier irgendwie... ja. Irgendwas halten und mir geht die Muni aus. Hä? Keine Ahnung. So, Panzerschreck. Würde ich mal sagen, wir nehmen mal das Flugabwehrgeschütz ein. Und holen mal die ersten paar Flugzeuge runter. So, das Ding ist unten. Da kommen sie natürlich jetzt nicht an. Also ich glaube, das Ding müsste kaputt sein. Da kommt der nächste. Das ist halt schon echt riskant, was die die Piloten da machen. Schön, Sie wiederzusehen. Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder zurück zum... Jawohl, Alter! Okay, ich glaube, das soll... ich glaube, das ist nicht so gewollt. Dass das gerade so ist, wie es gerade ist. Ja, komm! Wie ich halt nicht einsteigen konnte. WTF? Wie alt sind wir denn überhaupt? 33. Wie ich nicht einsteigen konnte, wenn die Lage unklar ist, angreifen. Okay. General Heinz Guderian. Okay. Aber WTF, ich konnte in den Panzer nicht einsteigen. Das war, ja, sehr, sehr komisch auf jeden Fall. Hops. Kehre zu Tiger 237 zurück. Ich kann nicht einsteigen. Ach doch. Jetzt. Schön, Sie wiederzusehen. Na komm. So. Ich musste halt nur ein bisschen warnessen, WTF. Ich dachte, ich konnte halt von allen Seiten einsteigen, aber nö. Leider nicht. Keiner. Ah, das ist ein etwas stärker. Sherman. Eieieiei. Natürlich gerade ein bisschen anfällig. So, erstmal reparieren. Ich dachte halt, ich springe halt oben rauf und dann halt oben im Kommandoposten rein. Aber nicht, dass man direkt vorne einspringt. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt, warum das überhaupt nicht geht, aber es ging. So, wir sollen halt immer noch die vorgeschobene Basis erreichen. Stefan ist kampfbereit, aber das Funkgerät hat den Geist aufgegeben. Fürs Erste kommen wir auch ohne zurecht. Bringen Sie uns zur vorgeschobenen Basis. Okay. Das heißt... Das ist die Basis.
Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Okay, zerstöre sensible Material. Ich hoffe mal, dass ich mehr oder weniger richtig gehe. Und dass ich hier auch irgendwie den abbiegen kann. Also ich denke mal schon, dass hier die Seitenstraße funktioniert. Ja. Okay, oder auch nicht. Habe ich jetzt nicht so mitgerechnet. Das heißt, ich muss... Durch die Tür? Nein. Muss ich denn durch? Ach so, straight hier durch. Ah, lol, okay. So, dann gehen wir halt straight hier durch. Ja, warum darf ich denn da hinten nicht durch? Was ist das denn eigentlich für ein Müll? Nein, dich will ich nicht. Das finde ich ein bisschen dämlich, warum ich das nicht darf. Warum ich nicht, ja, von einer etwas anderen Position durchaus angreifen kann. Ah, nun gut. Okay. Nee. So, den haben wir. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Einen Schuss nur noch. So, das heißt, wir gehen jetzt mal ein bisschen voran mit unserer SDG-44. Schönes Visier, aber hat das Ding übrigens drauf. Gefällt mir. Da soll ich rein, da soll ich... Was? Hier wahrscheinlich... Ja, hier rein. Nehmen wir hoch. Strong geheim. Einmal wieder zurück. Das war's. Fahren wir zur Kathedrale. Und der Panzer holt uns ab. Ja, holt der Panzer uns ab? Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht doch. Vielleicht auch nicht. Nee, er bleibt da stehen, okay. Das heißt, wir müssen einfach zum Panzer wieder zurück. Lauf, 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 lauf. Interessanterweise nochmal ein bisschen verstärkt die Panzerung an der Seite. Irgendwelche Befehle, Kommandant? Sammeln am Hauptquartier. Kathedrale, Hauptquartierkathedrale. An der Hauptquartierkathedrale. Würde eher passen, oder? Interessant, dass ich nicht da durchgehen durfte. Und mich dann halt links rum bewegen kann. Einfach mal hier durch. Hallo, dass ihr auch noch da seid, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, super, genau gegen den Brückenpfeiler gegen geschossen. Ja, ja, da ist es... Aber wie gesagt, was halt wirklich cool ist, dass die verschiedenen Panzerungsarten wirklich mit berücksichtigt wurden. So, einmal nicht mehr durch. Wir sind getroffen. Was machst denn du da, Alter, Kollege? Leid. Na gut. Egal. Ja, 25 kriegen wir halt zu. Abfahrt. Wir gucken mal, ob wir den guten Hartmann hier nochmal wieder treffen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Kann ich auch irgendwie suchen? Nee. So. Ah, ein Hund! Ja, lol. Aber so wie es aussieht, wir befinden uns halt immer noch im ersten Kapitel. Sorry für die Lecks, aber da ist meine Grafikkarte in dem Moment aber zu kacke. Die Zivilisten wurden alle aus der Stadt evakuiert. Das war verdammt nicht.
dieser Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Okay. Kontaktiere Kommandozentrale. Okay. Das ist das intakte Funkgerät. Und dieser eine Bereich, wo der Panzer gerade durchgefahren ist in der Cutscene, das sah echt so nach Sniper Elite 2 aus. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken, die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke. Drängen Sie vor! Deutschland! Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen! Eieiei, jetzt geht aber ab. Ja, ja, zurück in. Vor allem, er steht da, wo. So. So, der ist tot, der ist tot. Ich weiß nicht, warum ich gerade eine Dingens hatte. Einen zweiten, Da sind noch mehr. Energiebalken.